Auftritte zählt der Hofstaat von Stefanie und Thomas schon gar nicht mehr. Doch am Rosenmontag geht Schlag auf Schlag. Erster Auftritt um 9.30 Uhr im Rathaus. Von Müdigkeit keine Spur. Das Publikum spornt an, da werden die letzten Reserven mobilisiert. Also, klar, gibt es irgendwann mal, sag ich mal, vielleicht ein paar Situationen oder Momente, wo man sagt, oh Mensch, aber seid schon langsam, könnte es einmal wieder weniger werden oder so. Aber wenn man wieder beim Auftritt dabei ist, dann ist es wieder so aufpushen, es macht so viel Spaß, dass man das Ganze, das Negative schnell vergisst. Die letzten tollen Tage, das heißt auch Hochbetrieb in den hiesigen Backstuben. Seit Donnerstag finden Krapfen reißenden Absatz. Bis zu 20.000 Stück liefert das Backhaus Hackner jeden Tag in seine Filialen. Im Zwei-Schicht-Betrieb wird das Schmalzgebäck hergestellt. Fasching und Krapfen, das sind zwei Seiten einer Medaille. Mir persönlich geht es auch so, dass ich aus irgendeinem Grund an Fasching einfach nur Krapfen mag. Aber am Aschermittwoch ist es so, da geht gar nichts mehr. Da wollen die Leute wieder ganz normal essen oder fasten. Aber von Donnerstag bis Dienstag ist absolut Krapfenhochsaison. Trotz aller Konditorkünste, die veredelten Exemplare machen nur einen Bruchteil der Produktion aus. Bestseller sind mit Abstand die gepuderten Krapfen. Zurück zur Navalla. Die tanzt mittlerweile in der Sparkasse. Mit gutem Grund. Der Chef des Hauses hat auch eine närrische Karriere hinter sich. Also ganz persönlich jetzt also die Schlusstage, da war ich nicht mehr heftig unterwegs, ein-, zweimal und das war es dann auch. Ich war aber schon mal Senator in meiner Historie, also ich weiß schon, über was ich rede. Und weiter geht die Show, gekonnt und routiniert, in der Schlussphase der Faschingssaison 2007.